Ich glaube, ich habe noch temporäres Leben. Ich weiß nicht genau, wie viel, aber ich müsste noch was haben. Langsam habe ich auch gar nicht mehr so viel Schaden. Ne? Am Anfang hatte ich halt durchaus eine Menge. Für den Anfang halt. War das viel. Jetzt ist aber nicht mehr so viel. Für jetzige Verhältnisse wird das langsam dann doch zu wenig. Ein Hornviech. Ein Minigeist, möchte ich sagen. Oh, danke. Also ich habe schon mal mindestens 4 Leben. Das ist gut. Damit kann ich leben. Töm, 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 töm. Sterbt alle. Uha, ich bin zu schnell. Ich wäre fast in den Hub reingelaufen. Das ist ja gemeingefährlich. Zack, zack. Oh, da ist der Boss. Das ist schon mal gut. Explodiert der da? Ich weiß es nicht. Ein bisschen Angst. Ja, er explodiert. Oh, oh. Ach, das sind ja die Springenden. Oh Gott, aua. Das war auch nicht gut. Nein! Ah! Immer kriege ich diese Dinger noch ab. Das ist echt zum Mäusemelken, ist das. Jedes Mal kriege ich noch mindestens eine von den hässlichen Bomben ab. Spiele ich echt so mies? Oder ist das einfach ein scheiß Item? Sorry. Ich sollte nicht fluchen. Zumindest nicht so. Zumindest nicht auf diese Weise. Sterbt. So. Nee, dann mache ich den Pub lieber kaputt, bevor ich da noch vorlaufe. Das muss ja nicht sein. Ich wette. Nee, es war knapp. Es war knapp, aber ich habe nichts davon abgekriegt. Das zumindest. Die Frage ist, ob ich langsam schon Leben verloren habe. Normales. Weil so viel habe ich dann tatsächlich mich auch gar nicht davon. Ich glaube, drei Leben oder so habe ich. Viel mehr ist es nicht. So, eine Münze. Hätte auch gerne einen Itemraum langsam eigentlich. Oh Gott. Oh Gott, ganz ehrlich, da benutzen wir mal einmal das Ding. Und ja, nur einmal. Einmal muss reichen. Ach, au. Warum, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich mich davon gerade treffen lassen? Weißt du was, hier kann ich mal gerade kurz reingehen. Dann gehen wir da jetzt so dran. So. Gab's noch was? Nö, aber hier ist der Shop. Toll, danke. Super. Nah. Und ich komme nicht mal an ihn dran. Jetzt geh doch auch kaputt. Ich möchte auch nicht zu nah an ihn dran. Das ist so die Sache. Das ist mein großes Problem. Also, ne, jetzt, wo ich den Steam Sale habe, kriege ich natürlich einen Greed. Ich hätte mir ja auch ungefähr alles kaufen können hier. Aber das geht ja nicht. Das kann das Spiel nicht zulassen. Das wäre ja auch zu gemein für das arme Spiel. Auf da Sachen zu sprengen. Da könnten Türmchen drin sein. Bist du wahnsinnig? Was ist das? Will ich noch gegen hässliche Türmchen kämpfen müssen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sie springen, sie springen, sie springen, sie springen. Ich will nicht, dass sie springen. Nicht springen, Mistviecher. So, oh Gott. Die sind doch da. Sind doch auch alles andere als schön. Ich will die nicht. Ah. Ha! Ich habe sehr viele auf einmal getötet. Das war der ursprüngliche Plan eigentlich. Ja, gehen wir erst den töten. Da kommen nämlich Spinnen raus. Die wollen wir nicht. Zack. Schlüssel und Bombe. Hat sich jetzt auch nicht so gelohnt, aber hey. Das lohnt sich auch ungefähr gar nicht. Das lassen wir also mal. Ja. Boah, habt ihr das Ausweichen gerade gesehen? Oder da, wie mich die Nägel hart gerettet haben? Ja. So ist das nämlich.
der Ton, ne? Plock, plock, plock. Plock, plock, plock. Plock, plock. Irgendwo muss doch hier auch langsam mal der Geheimraum. Ich meine natürlich den Itemraum. Der muss doch hier auch langsam mal kommen jetzt eigentlich. Ich meine, ich finde das schön. Wir kriegen ganz viel Leben gerade noch zusammen. Und ich weiß gerade nicht, ob das... Also, wie schlimm die Typen gerade sind hier. Jetzt weiß ich. Jetzt sind es nämlich alles normale Dudes. Die sind kein Problem. Aber der eine, der da war ich gerade nicht sicher, ob der in alle Richtungen schoss oder nur in Teile. Ja, verlangsamen könnt ihr natürlich echt gar nichts. Verlangsamung ist auch irgendwie richtig stark eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt. Also gegen so ziemlich jeden... Gegen so ziemlich jeden Boss oder Gegner ist... Wenn der verlangsamt ist, durchgängig, dann ist das vorbei. Dann ist das gegessen. Dann kann der nichts mehr. Also vor allem, weil halt die Schüsse auch langsamer werden. Wenn das einfach nur den Boss verlangsamen würde und die Schüsse nicht... Wäre das gar nicht so krass, aber so ist das richtig heftig. Die finde ich nicht gut. Das sind nämlich die und dann noch die Springer dazu. Das ist gar nicht schön. Einer von den Springern ist schon mal tot. Einer von denen ist tot. Dann müsste jetzt... Ach, der eine Springer ist auch schon tot. Okay. 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 Kein Problem. Nehmen wir auch so. Dass die auch noch so stehen bleiben beim Schießen. Ich laufe dann immer fast da rein. Das ist tatsächlich gefährlich. Das ist eine reelle Gefahr. Patsch, patsch. Mit dem Nagel an die Wand gehämmert. Da ist der Itemraum. Endlich. Sehr schön. Zack. Und zack. Auch den an die Wand gepinnt. Der Löffel? Der Löffel, der Löffel, der Löffel. Der Löffel ist cool, ich nehme den Löffel. El Homing Shop. Das sieht ja interessant aus. Wir wissen, wo der Boss ist. Wir gehen zum Boss. Ich habe keine Lust mehr auf dieses blöde Stockwerk hier. Ich habe vor allem keine Lust mehr, nicht zu sehen, was ich, wie viel Leben ich noch habe. Das ist irgendwie... Killt mich das. Das ist ein hässliches Gefühl, das mir nicht gefällt. Wenn es natürlich gleich dunkel wird für so ein ganzes Stockwerk, ist das auch irgendwie hässlich und nicht schön. Der gute Gisch. Richter auf die Fresse. Oh, ist er vor allem langsam. Warum ist denn der langsam gerade? Hätte ich direkt die Langsambarkeit. Ich habe die Langsambarkeit. Warum habe ich denn überhaupt noch das Buch benutzt? Das ist völlig unnötig. Der kriegt ja sowieso schon so hart auf die Fresse hier. Langsam kommt er mir näher. Ganz, ganz langsam. Und ich bin sogar so schnell, dass mich das eigentlich überhaupt nicht so richtig tangiert, was er da tut. Also, er kriegt mich ja nicht mal mit seiner Verlangsamung. Das gibt ein Minigisch. Das ist doch schön. Ein Sticky-Friend. Den will ich haben. So, was haben wir hier? Oh Gott. Erstmal haben wir hier hässliche Hände. Oh, es sind sogar normale Hände. Oder es ist mindestens eine normale Hand. Die ich direkt erstmal nicht tot gekriegt habe. Super. Das ist aber nur eine. Das geht flott. Okay, dann gehen wir wohl. Weiter nach unten. Und damit sind wir im 5. Nee, im 6. Oh, im 6. von 8 Stockwerken. Hier gibt es Mom irgendwo. Hier gibt es auch den letzten Shop. Das ist hässlich, weil wir nämlich noch überhaupt nichts von unserem... Kram hatten. Das nervt mich irgendwie extrem. Der chargt so langsam. Wobei, es geht sogar. So langsam ist der gar nicht. Dafür, dass der langsam ist, ist er noch relativ flott. Oh Gott. Ja, genau. Lauft genau da rein. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich dachte doch da oben. Genau. Gerade beim Reinkommen habe ich irgendwie kurz gedacht, da war irgendwas. Oh Gott. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Aua. Oh oh. Oh oh, das ist gefährlich. Das ist nicht gefährlich, das ist cool. Das gefällt mir. Das hier unten kriege ich sowieso schon automatisch. Gut, dass das andere mir nicht kaputt gemacht wurde.
Ach komm, ist egal. Auch wenn es ein halbes, nur ein halbes ist. Das passt schon. Sind die schon? Nee, ich dachte gerade, die sind schon verlangsamt. Sind sie aber nicht. Das war nur wegen dem Little Gish. Wobei man das eigentlich sieht. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gecheckt habe. Den Little Gish macht die irgendwie so dunkel beim Verlangsamen und die Uhr macht die irgendwie weiß beim Verlangsamen. Oder bleich oder blass oder wie auch immer. Weiß ist ja nicht wirklich wahr. Also, ne, wie man da gerade sieht. Die Spinne macht das übrigens auch, ne, wenn ich mir das so überlege. Und Mams Contact Lens Dinger machen das auch. Warum macht der Gish das anders? Der Gish kriegt wieder seine eigene Wurst hier. Unglaublich, sowas. Naja, ist ja nicht so schlimm. Dafür ist er ja der süße Little Gish. Einer meiner besten Freunde. Ah. Ich mag den. Der Little Gish ist toll. Und knuffig und süß und überhaupt. Zack. Oh, guck mal, eine Batterie. Die brauche ich nicht. Das, der will ich aber. Also den Itemraum. Vor allem erstmal. Was macht das eigentlich? Das Book of Secrets. Was tut das? Ach, es hat mir die Itemräume und so gezeigt, ja? War es das? Okay, von mir aus. Bin ich da... bin ich dabei? Ich weiß gerade gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe volles Leben. Also, ist nicht wahr, aber ich habe volles blaues Leben. Noch mehr. Immer mehr. Rah. Nicht springen, danke. So, den Shop hätte ich gerne noch. Und es wäre mir irgendwie ultra wichtig, dass da was Sinnvolles dabei ist. Irgendwas. Ich nehme auch, wobei ich nehme gerne auch einen Spendenautomaten. So, jetzt haben wir volles Leben. So ein Automat wäre... Das ist fies. Wenn die schneller sind, ist das nicht schön. Möchte ich gerade mal so anmerken. Sind die schneller? Ich habe das Gefühl, die sind schneller. Naja, egal. Da unten ist auf jeden Fall... Oh, da unten ist auf jeden Fall eine Arkade. Das könnte natürlich... Könnte man da versuchen dann. Oder gucken zumindest mal, ob man vielleicht einen Spendenautomaten findet. Und damit meine ich nicht einen Automaten zum Leben spenden, sondern ich meine einen Automaten zum Greed-Kram spenden. Nee, Greed ist es ja gar nicht. Zum Shop... Oh Gott. Zum Shop-Kram spenden. Nö. Nö, nö. Das ist lustig in langsam. Ach nee, das macht das gar nicht. Ich hab das Lied anders im Kopf. Ja, ist ja nicht so schlimm. Skatole, gib mir! Yay, Skatole! Flylove, yay! Fliegen sind so knuffig und süß. Mehr fliegen. Ja. Werde angecharged. Aber ihr könnt mir gar nichts. Ich habe Mini-Gish. Da sind die eure Gishs nichts dagegen. Ah. Schon wieder so ein Ding. Ich finde gerade extrem viel Leben. Was grundsätzlich natürlich gar nicht schlecht ist, ne? Leben, warum nicht? Ich komm da nicht dran. Stirb! Geht doch. Eine Pille. Speed up. Ja, ich war ja noch nicht schnell genug. Dammit. Im Boss-Challenge-Raum, da will ich eigentlich gar nicht rein. Also ich habe jetzt, wollte kurz sagen, ja, hätte ich halt mit dem Spendenautomaten machen können, wenn ich nicht irgendwie den weggelassen hätte. Aber auf der anderen Seite so richtig wichtig ist mir der eigentlich gar nicht. Der Boss-Challenge-Raum. Ich könnte ein bisschen mehr Damage gebrauchen, aber das ist eigentlich so ziemlich alles, was mir an Items fehlt. Da war leider kein... Also da hätte ein kleiner Stein drin sein können oder so, ne? Man weiß ja nie. So, hier ist noch ein bisschen Geld drin. Dann gibt es... Oh Gott, da ganz oben ist... Ich hätte das vor allem erstmal direkt sehen können. Das war auch nicht clever. Also wo ich hin muss, meine ich jetzt.
finde nicht mal richtig hier durch, scheint mir. 6 Bomben für 2 Schlüssel, klar. Guter Deal eigentlich, denke ich. Schlüssel brauche ich ja nicht so viele. Vor allem jetzt nicht mehr, dann. Auf dem nächsten Stockwerk gibt es ja nicht mehr so viel zum Schlüsseln. Zum Aufschließen? Zum Schlüsseln vor allem. Aufschließen ist ein komisches Wort, wir nennen das jetzt Schlüsseln. Aufschlüsseln könnte man sagen. Aber das ist wieder was anderes. Das hat eine sinnvolle Bedeutung, das Wort. Uah, ich bin so schnell. Ah, so. Da kam mir noch so ein Ding hinterher geflogen. Ich möchte tatsächlich gerne nach oben eigentlich noch. Oh, oh, au. Das war schlecht. Geh weg. La la la. Da, warum ist... Der bleibt da hinten in der Ecke hängen. Ich weiß nicht genau warum, aber er tut es. Aus Gründen. So, kaboom. Alles tot. Alles explodiert. Hier ist es langsam. Heißt das, die Viecher kommen auch langsamer runter? Fände ich jetzt, ehrlich gesagt, ein bisschen nervig. Ist aber scheinbar auch nicht der Fall. Okay, Shop. Shop, Shop, Shop. Es ist... Oh, es ist doch nicht wahr. Seit ich den Steam Sale habe, ne? Jedes Mal ist es das Gleiche. Immer wenn ich den Steam Sale habe, finde ich nur noch Greed. Dammit. Vor allem, das war's ja jetzt auch mit Shops. Mehr haben wir ja nicht. Mehr kriegen wir ja nicht. Hä? Mist. Mist, 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 Mist. So. Und das nehme ich auch noch gerade mit. Dim, 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 dim. Und dann geht's zu Mom 1 und 2. Das ist auch die hässliche Mom mit den besseren Gegnern. Besser ist übrigens auch schön. Besser sind sie ja nicht. Also im Gegenteil, sie sind für mich schlimmer. Ja, aua. Oh, 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 oh. Wow, au. Ja, dammit. Bin ich nochmal reingelaufen. Hilfe. Geh weg. Lass mich doch in Frieden. Ich meine, es sind nicht mehr so viele Dings da. Das ist schon mal gut. Aber ich kriege irgendwie gerade die Ads nicht so schnell tot, wie dass ich ihr sinnvoll Schaden machen könnte. Das stört mich ein bisschen. Nicht doch jetzt. Ah. Also ich finde tatsächlich, das ist einer der fiesesten Gegner hier. Der fiesesten Bosse. Die Mom mit den stärkeren... mit den stärkeren Ads. Ist der... Der ist da hinten. Wie ist denn der da hinten? Die können sich zusammenbauen? Das ist ja cool. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja witzig. Das haben wir so gar nicht bewusst. Ich könnte natürlich auch eigentlich, wenn nicht so starke Gegner da sind, die einfach weglassen. Aber hey. Ja, komm. Ich nehme mal das Polaroid. Warum, weiß ich nicht genau. Passt schon. Wir nehmen es einfach. Ich glaube, das war übrigens blöd. Ich glaube, das Negativ ist besser, wenn ich viel Leben habe. Aber whatever. So. Gegner töten. Viele Gegner töten. Wir brauchen keinen Geheimraum oder Itemraum oder Shop mehr finden. Das heißt, sobald wir das Buch voll aufgeladen haben und den Boss finden, können wir uns eigentlich daran machen, den Boss zu töten. Das ist doch schön. Das ist doch wunderschön. Genau so wollen wir das. Nein, ich möchte den doch nur töten. Ich möchte ihn gerne so schnell es geht töten. Oh, noch mehr Leben. Überall gibt es Leben, ganz ehrlich, komm. Geht doch alle kaputt da hinten. Es hat sogar irgendwie funktioniert. Nein, dammit. Noch einen getroffen. Mist. Nebenher. Wenn man schnell ist, kann man halt direkt auf die zulaufen und die damit dann töten. Das ist ganz cool. Wenn man nicht schnell ist, dann geht das halt nicht so. Hätten
hinten sind noch mehr, da hinten sind noch mehr, da hinten sind noch mehr her. Da muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Geht aber alles noch. Alles kein großes Problem. So. Der Little Gish hat eine ganz schön hohe Pro... Was hat der da gerade rausgehauen? Ich wusste gar nicht, dass er solche Gegner spawnen kann. Das war mir jetzt neu. Also interessant und cool, aber neu. Komm da raus, kämpfe wie ein... Weiß ich nicht, was du bist. Ein Wurm. Kämpfe wie ein Wurm. Oh, da ist tatsächlich schon der Boss. Ich bin begeistert ein bisschen. Das heißt nämlich, wir sparen ultra viel Zeit bei einer Challenge, die sowieso schon Stunden dauert. So, auf geht's. Oh Gott, Mama Gördi. Oh, sie ist verlangsamt, das ist schön. Das gefällt mir. Ich kann die nämlich auch gar nicht, weil ich nämlich gar nicht so richtig weiß, was die kann. Also ich kann die nicht, weil ich nicht weiß, was die kann. Die schießt so ein bisschen rum. Fies sind halt die Stacheln, ne? Wenn die... Das meine ich. Weil ich auch ehrlich gesagt nicht so richtig weiß, wie man... Oh Gott. Wie man dagegen ankommt, weil ich nicht weiß, wie ich sehe, wo die spawnen. Also da muss man ja extrem schnell sein. Oder man muss vielleicht auch einfach nur stehen bleiben dann. Das weiß ich gar nicht, ob die unter einem so ein Ding spawnen kann. Wäre aber mal interessant zu wissen. Tier ist ab, warum nicht? Guck mal, da gibt es einen Katzenkopf. Was soll ich jetzt mal machen? Wir nehmen jetzt den Katzenkopf. Flöp. Flöp. Damit wir diese beiden schwarzen Herzen mitnehmen können. Das war eigentlich das Einzige, warum ich das haben wollte. So, einen noch. Einen Boss müssen wir noch. Dann ist das gelaufen hier. Oh, sehr gut. Ah, ich schieße jetzt schnell. Das erhöht schon meinen Schaden enorm, möchte ich sagen. So, haben wir hier noch? Nix. Nix Interessantes. Hirne sind hier. So. Das bringt gar nicht, sie zu verlangsamen, fällt mir gerade so auf, ne? Ist ja blöd. So ein bisschen. Oh, was haben wir denn da? Ein komischer Raum. Oh, cool. Also das wäre ein besonders cooler Raum, nicht, dass ich... Ein Emperor. Töhö? Nö, 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 aber ich nehme den Emperor. Wir gehen direkt zum Boss. Zack. Und zack. Und es ist direkt wieder langsam. Das ist richtig cool. Das ist richtig, richtig cool. Sie können sich, die schaffen es nicht mal, sich zu uns umzudrehen. Und das ist auch lächerlich hier. Trifft mich? Das trifft mich gar nicht. Das kommt gar nicht weit genug. Die Schüsse auch nicht, ne? Nö, die Schüsse auch nicht. Die schon. Die haben nämlich unendlich Reichweite. Aber das war ja mal überhaupt kein Problem. Oh, wir hätten aber noch einen ganzen langen Weg vor uns gehabt. Ja, das war auch eine schöne Challenge eigentlich. Hier gibt's, doch, hier gibt's tatsächlich einen Code für. Ich hab das bei den letzten Malen schon immer wieder vergessen. Mich wundert das ehrlich gesagt, dass es hier einen für gibt, aber dann wahrscheinlich ohne Challenge, oder? Oder ist das dann automatisch eine Challenge? Man weiß es nicht. Da war er jedenfalls und wir haben die Challenge XX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